Die Wahrheit ist eine seltsame Sache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Destiny 2. The Witch Queen ist da, die Hexenkönigin, und sie bringt mit eine neue Fraktion zum Leveln, und zwar den guten Ruf bei Finch. Den wollen wir hochleveln, und das können wir aktuell wahnsinnig easy machen. Deswegen macht das praktisch sofort, denn ich denke, das wird relativ fix gepatcht werden. Wichtig ist dafür, wir sind hier schon angekommen bei Finch, dass ihr dafür braucht mindestens Rang 15. Also bis 15 müsst ihr euch irgendwie hochgrinden, dann kriegt ihr nämlich hier Tiefenblick Upgrade Stufe 3. Das ist die Voraussetzung, und dann können wir wahnsinnig easy halt nicht nur Finch rufgrinden, sondern momentan brauchen wir ja halt auch, Ausrüstung ohne Ende können wir sehr gut gebrauchen, und wir werden hier 3 Kisten abfarmen. Diese 3 Kisten könnt ihr in kurzer Zeit holen. Jede Kiste bringt 200 Ruf, das bedeutet pro Run bekommt ihr 600 Ruf und könnt so euren Rang auf 30 wahnsinnig schnell pushen. Wirklich wahnsinnig schnell auf Rang 3 pushen, und ihr bekommt halt auch Waffen, und bei den Waffen können auch rote Waffen dabei sein. Die Baupläne, da sind wir ja momentan alle scharf drauf, und deswegen lohnt es sich in meinen Augen auf alle Fälle, das zu machen, besonders solange es noch nicht gepatcht ist. Ich gehe ganz stark davon aus, dass da was kommen wird, weil 3 Kisten auf diese Art und Weise wirklich ganz quick und dirty zu bekommen, ist einfach eine super sahne Geschichte, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Das ist jetzt meine Meinung, und deswegen werden wir das jetzt einfach mal gemeinsam machen. Die Anfahrt ist relativ lang, der Weg, ehe wir da sind, aber sobald wir angekommen sind, geht das Ganze wirklich ruckzuck. Ich gucke nochmal ganz kurz hier auf die Karte, wo wir jetzt hier momentan sind. Ihr seht das, also fluoreszierender Kanal, da wollten wir hin. Dann einmal mittig hier raus aus dem Kanal. Und dann einfach hier meinem Weg folgen. Und das Upgrade 3, also sprich Rang 15 zu erhalten, da müsst ihr halt wirklich dann irgendwie Patrouille machen, Events machen oder diese kleinen leuchtenden Kugeln einsammeln. Die geben ja auch hier immer 20 Rufiger. Zum Anfang ist es ein bisschen ätzend, die 15 beisammen zu bekommen. Aber ich sag mal, nach 2 Stunden oder so werdet ihr es auch ungefähr haben. Je nachdem, wie fleißig ihr wart, nehmt auch die Regionstruhen auf alle Fälle mit. Ne? Auch die bringen gut Ruf. Habe ich euch ja schon ein Video gemacht, wo ihr alle 9 Truhen findet. Denn das lohnt sich halt auch zum Rufpushen auf alle Fälle, gerade zum Anfang, wie gesagt, Richtung 15 die mitzunehmen. So, wir sind schon fast da. Wir gucken nochmal ganz kurz hier auf die Karte, wo wir uns jetzt hier befinden. Und dann einmal hier beherzt herunterspringen. Dieser Krieg ist ein komplizierter. Und dann müssen wir halt, wie gesagt, die 3 Kisten einsammeln. Anschließend werden wir einfach die Zone resetten und können dann uns die 3 Kisten direkt wiederholen. Also nur wirklich der Weg zum ersten Mal ein bisschen lang, aber ihr seht das halt auch, gegnermäßig ist das hier absolut überschaubar. Da braucht man sich also auch keinen Kopf drum zu machen. Das geht schon wirklich sehr flott, einmal hier anzukommen. So, und da haben wir unseren tiefen Blick 3, den wir brauchen, um hier die Runen sehen zu können. Wenn wir enden, enden die Daten mit. So, und da ist noch eine. Und damit haben wir hier schon mal Kiste Nummer 1. Von hier aus gehen wir weiter rüber zur zweiten Kiste. Da seht ihr schon wieder den Einblick, den wir hier aktivieren können. So, noch einmal aktivieren. Dann geht es hier rüber in den nächsten Raum rein. Einmal nach oben. Und dann einmal. Okay, nochmal. Wer liebt alles noch das Warlock schweben? Jetzt einen Daumen nach oben. Ich gehe davon aus, dann haben wir hier Likes ohne Ende. So, Kiste Nummer 2. Eine haben wir noch. Und dann anschließend einfach die Zone resetten. So, wieder hier auf den Kronleuchter drauf, und dann ist er schon hier oben. Und da habt ihr die dritte Kiste. Das war's. 3 Kisten, ihr seht, sehr nah beieinander. Ich weiß, es gibt einige Stellen. Es gibt einige Stellen in der Zone. Da sind allerdings meistens nur 2 Kisten. Ich fand das hier mit den 3 Kisten eigentlich effektiver, weil man halt, wie gesagt, jedes Mal wieder zurücksetzen muss. Und deswegen meiner Meinung nach eine sehr gute Sache. Wir werden jetzt noch einmal hier kurz rausrennen. Dann seht ihr, dass die Zone resettet ist an der Einblendung. Und das war es hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist vor allem nützlich für euch. Und wie gesagt, macht das, bevor es gepatcht wird. Ich danke euch fürs Dabeisein. Denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Euer Goodie.